Dies ist eine ganz besondere Pressekonferenz von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Denn die Fragen stellten hier Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten. Genau gesagt 63 Grundschülerinnen und Grundschüler aus Reitwangen, Neckarhausen und Neuenhaus bei Nürtingen. Etwa eine Stunde antwortete der Ministerpräsident auf der Kinderpressekonferenz auf die gut vorbereiteten Fragen. Haben Sie manchmal Zeit für Ihre Familie? Was waren Ihre schönsten Erinnerungen und was für nicht so schöne in Ihrer Kindheit? Klingelt bei Ihnen oft das Telefon und müssen Sie immer selber rangehen? Ministerpräsident Kretschmann musste aber nicht nur lockere Fragen zu seiner Person und seinem Alltag beantworten. Auch politische Themen standen auf der Liste der Nachwuchsjournalisten. Ganz oben natürlich die Bildungspolitik der Landesregierung. Wie finden Sie, dass die Grundschulempfehlungen abgeschafft wurden? Bei meiner Schwester in der Schule fallen immer Stunden aus. Was wollen Sie dagegen tun? Wollen Sie bei G8-Jahren-Gymnasium bleiben oder G9? Aber auch zu internationalen Themen interessierte sie die Einschätzung des Ministerpräsidenten. Was sagen Sie zur Krise in der Ukraine? Ministerpräsident Kretschmann antwortete geduldig und kindgerecht auf jede Frage. Nur auf eine Frage fiel ihm keine Antwort ein. Eine konnte ich nicht beantworten, das war mit dem peinlich, aber daran seht ihr, dass ich wahrscheinlich nichts besonders Peinliches erlebt habe. Kleine Peinlichkeiten passieren natürlich immer, waren jedenfalls kluge Fragen, das muss ich einfach sagen, ich war schwer beeindruckt. Er hat es sehr gut erzählt, man konnte alles sehr gut verstehen und er hat es auch für Kinder gut erzählt. Ja, ich fand's toll und ich fand's toll, dass er so locker war. Die Kinderpressekonferenz findet regelmäßig im Rahmen des Projekts Zeitung in der Grundschule der Nürtinger Zeitung statt. Vor Ministerpräsident Kretschmann fühlten Schülerinnen und Schüler unter anderem auch schon seinem Stellvertreter Nils Schmid und Umweltminister Franz Untersteller auf den Zahn.